bisher diese Geheimniskrämerei und dieses Ping-Pong-Spiel auch gegenüber Landtagsabgeordneten, wo man da, ja, wir sind da in Gesprächen, wir sind doch in der Phase der Vorprüfung von Überlegungen und deshalb können wir Ihnen überhaupt noch keine Richtung sagen. Da fielen die Abgeordneten sich für klapst. Und ja, und wir kriegen es ja von den Abgeordneten auch wieder zurückgespiegelt, weil wir ja auch schon genug Briefe geschrieben haben und kommuniziert. Und dann kriegen wir immer die Antwort, ja, wir wissen auch nicht mehr, weil die Deutsche Bahn. Und dann denken wir, ja, in der Vorprüfung, so wie eben, wie kann ich dann was betiteln von der Vorprüfung, wenn ich schon weiß, wo die Standorte eigentlich sind? Vor Ort Termin mit dem Bundestagsabgeordneten der Linken Christian Görke und Vertretern der Bürgerinitiative Lebensraum Stahnsdorf. Der Ton ist verständnisvoll und vertraut, fast freundschaftlich. Kein Wunder. Seit die Pläne für ein rund 4 Kilometer langes und 400 Meter breites ICE-Wartungswerk in Sputendorf vor gut einem Jahr bekannt wurden und sich fast zeitgleich die Bürgerinitiative formierte, hat die Linke das Anliegen nicht aus den Augen verloren. Vor allem die Landtagsabgeordnete Marlen Block unterstützt die Bürger vor Ort beim Kampf um mehr Transparenz. Auch Christian Görke ließ sich offenbar nicht lange bitten. Wir merken, dass die Deutsche Bahn sich so bedeckt hält, dass wir gedacht haben, wir müssen jetzt nach außen, wir gehen jetzt an die Politik, wir holen uns da Hilfe, Unterstützung. Und der Herr Görke war im Prinzip auf relativ kurzer Zeit bereit, sich mit uns hier vor Ort zu treffen, dass wir die Begebenheiten uns mal ansehen können, dass wir das mal besprechen. Und zu besprechen gibt es derzeit einiges, denn nach ersten Gesprächen mit der Bahn ist mittlerweile klar, die Wald- und Landwirtschaftsfläche zwischen den Ortsteilen Schenkenhorst, Sputendorf und Markgrafshof, offiziell mittlerweile als Standort Stahnsdorf-Großbieren bezeichnet, gehört zu den Favoriten der Deutschen Bahn. Mit dem Rennen sind nur noch zwei weitere im Berliner Umland, einer davon irgendwo im Norden, mehr ist nicht bekannt. Christian Görke stört vor allem diese, wie er es nennt, Geheimniskrämerei. Festlegen will er sich dennoch nicht, denn auch der Bahnausbau sei eine gute Sache. Das heißt nicht, dass man, sagen wir mal, einfach unkommentiert, beziehungsweise ohne dass man die Bürgerschaft und die Gremien bei einem solchen Projekt mitnimmt, einfach versucht, ein Projekt hier zu implementieren von oben. Das geht nicht, das passt nicht in die Zeit. Und deshalb ist die erste Bürgerpflicht Transparenz. Und das werde ich jetzt versuchen, auch einzufordern. Für Initiativesprecherin Kerstin Kaleski ist diese Form der Unterstützung trotzdem viel wert. Dennoch fühlen sie sich hier zwar gehört, aber nicht verstanden. Weil die Deutsche Bahn sich so bedeckt hält, hat auch niemand im Moment klare Fakten in der Hand, wo man auch gegenargumentieren könnte oder auch sagen, ja, wir verstehen euch, Deutsche Bahn, also da können wir mitgehen, oder ein Gegenargument hat. Von daher schon, dass man uns hört, ja, aber im Moment schweben wir alle so ein bisschen und da wollen wir jetzt im Prinzip dran arbeiten, dass die Deutsche Bahn jetzt endlich mal auf den Plan tritt und sagt, was sie vorhat, in welchem Zeitrahmen sie es vorhat und welche anderen Standorte eventuell auch noch in das Raumordnungsverfahren mit einfließen. Offenbar spricht derzeit eine ganze Menge für das Projekt. So befürwortet es etwa der neue CDU-SPD-Senat in Berlin und dem Land Berlin gehören die betroffenen Flächen. Die Bahn hat durchblicken lassen, dass sie den Standort vor allem wegen der Nähe zum Bahnhof Berlin-Südkreuz und der kaum vorhandenen Anwohner favorisiert. Unverständlich findet das die Bürgerinitiative. Wir wohnen hier alle im Speckgürtel von Berlin. Da kann man also kaum noch davon sprechen, dass es hier dünn besiedelt ist. Es sind drei Ortschaften betroffen, die natürlich von der Zahl her, wenn man jetzt so sagt, wir sind dann knapp über 2.500, Schenkenhorst, Sputendorf und Güterfelde mit Kienwerder. Das ist jetzt eine Zahl, die kann man nicht einfach vernachlässigen und sagen, also das ist, ja, fällt vielleicht unter den Radar. Wir haben auf der anderen Seite Stahnsdorf, die werden genauso betroffen sein, also hinter der L40. Und das ärgert uns natürlich umso mehr, dass man das so ein bisschen von der Deutschen Bahn so unter den Tisch kehrt. Also hier wohnen zwar Leute, aber das ist jetzt nicht zu berücksichtigen. Kurz vor dem Treffen in Sputendorf war Christian Görke bei einem Besichtigungstermin des Güterbahnhofs Sedin. Dort, so sein Versprechen im Vorfeld, wolle er die Problematik ansprechen. Viel zu berichten hatte er am Ende aber nicht, außer einer Erkenntnis. Da funktioniert aus meiner Sicht auch die Arbeit mit den Randgemeinden, mit der Bevölkerung, Schallschutz. Das ist nicht alles einfach, aber die Akzeptanz ist da, ein guter Arbeitgeber. Und deshalb muss hier alles wichtig auf den Tisch, auch nochmal in den Rückspiegel und vor allen Dingen möchte ich dafür sorgen, dass die Bürger wissen, die Abgeordneten auch von hier, von vor Ort, was will man hier auch bauen.
Mit der Kommunikation der Bahn scheint offenbar auch die Brandenburger Landesregierung nicht so recht glücklich zu sein. Für das notwendige Raumordnungsverfahren sucht sie derzeit per Ausschreibung einen Kommunikationsexperten. Hingewiesen wird darin auch explizit auf die mittlerweile rund 1000 Mitglieder starke Bürgerinitiative und das wenig kommunikative Agieren der Bahn.